Es gibt aber auch Beizen, die beinhalten Neonicotinoide. Und genau diese sind bei Imkern in Verruf geraten. Für Peter Maske, Präsident des Deutschen Imkerbundes, steckt in diesem Beutel genau das, wogegen er kämpft. Clothianidin, ein Insektizid. Es gehört zur Gruppe der Neonicotinoide, Nervengifte, mit denen Saatgut gebeizt wurde und die Landwirte jahrelang gegen Pflanzenschädlinge einsetzten. Mit Erfolg, bis Imker eine tödliche Entdeckung machten. Uns sind Bienen aufgefallen, die zu den Ständen zurückgeflogen sind. Sie lagen auf dem Rücken. Die Zunge war weit nach herausgestreckt. Sie haben gerudert, sie haben sich im Kreis gedreht. Und es hat eine Zeit gedauert, dass wir dann gemerkt haben, die sterben, die siechen dahin. Uns ist selbst das Herz stehen geblieben, als wir diese Beobachtung gemacht haben. Fürchterlich. Im Frühjahr 2008 starben am Oberrhein zwischen 11 und 12.500 Bienenvölker. Geschätzte 330 Millionen Tiere. Der Grund? Mit Neonicotinoiden gebeiztes Saatgut wurde offenbar nicht vorschriftsmäßig ausgebracht. Und so gelangte das Pflanzengift schließlich auch zu den Bienen. Für Peter Maske, der hier im unterfränkischen Schwarzach lebt und selbst rund 50 Bienenvölker hat, eine echte Hiobsbotschaft. 80% der Nutz- und Kulturpflanzen sind auf die Bestäubung der Honigbiene angewiesen. Es ist für mich nach wie vor das Schlimmste, was in der Umwelt passiert, dass es der Biene nicht mehr gut geht und wir dann keine Bestäuber für viele Nutz- und Kulturpflanzen mehr hätten. Sein Verantwortungsbewusstsein, auch für Honig als gesundes Nahrungsmittel, ließ ihn immer wieder aktiv werden. Der ehemalige Polizeibeamte setzt sich nun seit fast 3 Jahrzehnten für die Bienen ein. Die kleinen Geschöpfe, die haben keinen Sprecher. Deshalb muss es jemanden geben, der auch Missstände anspricht. Ich habe so ein Rechtsempfinden, dass, wenn Unrecht getan wird, dass ich das an Behörden, an Politik herantragen muss. Ich werde mir sicherlich nicht nur Freunde schaffen, aber ich kann vielleicht meinen kleinen Bienchen dadurch helfen. Streitbar ist er und willensstark. So fing er als Ortsvorsitzender im Deutschen Imkerbund an und kämpfte sich hoch, bis er schließlich 2008 Präsident wurde. Jetzt übt er ganz oben Einfluss aus auf die Politik. Im Februar 2009 verbot Deutschland das Beizen von Saatgut bei Mais und Getreide mit Neonicotinoiden. Der Einsatz bei Raps und Zuckerrüben wurde reguliert. Einfuhr, Handel sowie Gebrauch von gebeizter Maissaat sind bis heute verboten. Allerdings ist jetzt wieder für uns der Schock eingetreten, als doch ein Granulat wieder zugelassen worden ist gegen den Drahtwurm in einigen Bundesländern, darunter Bayern, wo als Wirkstoff ein Neonicotinoid verwendet wird, nämlich das Clothianidin. Nun ist dafür eine Sondergenehmigung nötig und Auflagen sowie Kontrollen für dieses Granulat sind hoch. Doch Peter Maske, zu dessen Verband 81.000 Mitglieder zählen, bekommt in seiner Arbeit mit, die Imker sind beunruhigt. Und wie war es bei dir mit den Völkerverlusten? Im Herbst ungefähr 25%. Das Komplizierte dabei, die Bienen plagen inzwischen vielfältige Probleme. Nahrungsmangel durch blütenarme Monokulturen, die Varroa-Milbe, Viren und Pilze. Und dann wissen wir auch, dass die Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln für die Bienen auf alle Fälle schädlich ist. Und da müssen wir halt versuchen, das jetzt im Komplex zu beweisen. Und das ist die schwierige Situation, der wir ausgesetzt sind. Und da müssen wir weiterkämpfen. Wir kämpfen weiter. Hindernisse waren für Peter Maske immer eher eine Herausforderung. Dieses Sterben dieser massiven Völker ist. Er telefonierte, schrieb E-Mails, bastelte an Vorträgen, nahm an Fortbildungen teil. Schließlich verfasste der Imkerbund ein Positionspapier. Darin sprach er sich für ein Verbot der Neonicotinoide aus.
Mitte Januar 2013 dann vielleicht ein Durchbruch. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, sieht im Einsatz von 3 neonicotinoidhaltigen Pflanzenschutzmitteln die potenzielle Ursache für das Bienensterben in Europa. Die Imker und andere Verbände erhöhen den Druck. Insgesamt 25.000 Teilnehmer protestieren während der Grünen Woche in Berlin gegen die Industrialisierung der Landwirtschaft und den Einsatz von Pestiziden. Ende desselben Monats empfiehlt die EU-Kommission in Brüssel, 3 der Neonicotinoide zunächst für 2 Jahre aus dem Verkehr zu ziehen. Ein Etappensieg. Doch Peter Maske weiß, die Interessensvertreter der anderen Seite bringen sich in Stellung. Und dann schauen wir mal, wer die besseren Argumente auf den Tisch legt. Die Pflanzenschutzindustrie wird Argumente, wird Geschütze ins Feld führen. Sie wird versuchen, das, was wir versuchen wollen zu erreichen, zu verhindern. Aber unser Kampf geht weiter. Wir wollen das Ziel erreichen, Verbot der Neonicotinoide.